wir haben heute schon mal ein bisschen mit dem Sea Life und meinen Kollegen gesammelt. Wir haben die Feinsäuberung hier in der Isar gemacht. Über Kronkorken und Zigarettenkippen ist das so das typische Bild, was man hier findet. Das ist gleichzeitig das, was natürlich auch am ehesten fallen gelassen wird. Aber in den Meeren zwischen 10 Jahren und über 400 braucht, bis es zersetzt ist. Was über die Tiere dann auch wieder zu uns Menschen zurückkommt, beziehungsweise die Tiere auch verenden lässt. Genau da möchten wir ein bisschen Sensibilität schaffen und uns Hilfe aus der Münchner Bevölkerung holen und sammeln zusammen mit den Oktonauten Bewerbungen von Münchner Kindern, die junge Umweltschützer bei uns werden möchten, die solche Sammelaktionen mitmachen und die einfach auch in der Bevölkerung mit für den Schutz der Umwelt sich engagieren möchten. Die Bewerbungen können kreativ kunterbunt sein, Hauptsache es hat mit dem Thema Müll zu tun. Und genau, können dann bei uns im Sea Life abgegeben werden oder per Mail geschickt werden. Alle Informationen sind dann auf der Homepage. Bedecke ich die anderen auch?